So, ich habe ein paar Goldhufe gefahren bei diesen komischen Goldrehen in der Nähe von Kapunor, um wieder ein bisschen Geld zu bekommen. Und ja, dann wollte ich mir wieder neue Ausrüstung kaufen bei Aonion und da ist eine Cutscene. Also ja, gucken wir mal. Ich sehe doch mal nach den Rittern. Pass auf dich auf. Willst du mitkommen, Repeat? Wuff. Repeat mag Flynn sehr, nicht wahr? Er hat aber wirklich Glück. Naja, Repeat betrachtet Flynn ja auch als sein Herrchen. Vor langer Zeit haben Flynn und ich uns immer gemeinsam um Repeat gekümmert. Wie seid ihr denn so gute Freunde von Repeat geworden, du und Flynn? Wir haben uns einfach um ihn gekümmert. Repeat verletzte sich einmal sehr schwer. Flynn und ich blieben die ganze Nacht wach und versorgten seine Wunden. War das die Verletzung, durch die Repeat seine Narbe bekommen hat? Ah, am Auge, okay. Übrigens, sagst du nicht, dass Repeat seinen Blastier als Andenken von seinen alten Besitzer bekam? Ich frage mich, ob dieses Body Blastier etwas damit zu tun hat, dass er sich damals verletzt hat. Das ist eine gute Frage. Vielleicht muss Repeat seinen alten Besitzer ein Versprechen erfüllen und ist deshalb immer so unfreundlich. Tja, aber das ist sicher besser als bei jedem Trottel, der des Weges kommt, gleich Bändchen zu machen. Wuff, wuff, wuff. Bist du bereit? Ja, alle anderen sehen so aus, als kämen sie bereits zurecht. Bestens zurecht. Repeat ist so ruhig. Er sieht so würdevoll aus. Mit diesen Weihnachtsklamotten. Als wäre er einfach auf alles vorbereitet. Tja, er ist etwa im gleichen Alter wie der alte Mann, ja. Hunde altern aber mit viel mehr Würde, findet ihr nicht? Er hat so ein nihilistisches Flair, so eine faszinierende Reife. Das ist das, was man hart gesotten nennt, oder? Das liegt am Bart. Was säuft ihr denn so? Ich kann einfach nicht glauben, dass ihr im selben Alter seid. Nur wenn man Hundejahre im Menschenjahr umrechnet. Im Rückkehr ist jetzt er etwa 4 Jahre alt. Bist du das alte Mann? Du schneidest schlechter ab als ein 4-Jähriger. Was? Nein, auf keinen Fall. So hat er das nicht gemeint. Wuff. Dieser Köter hat etwa gelacht. Was soll denn das heißen, hä? Raven, ich glaube, je mehr du redest, desto weniger hält er von dir. Autsch. Du magst wirklich jeden, nicht wahr, Repeat? Nicht, dass er das jetzt zeigen würde. Oder je zeigen würde. Wow. Hat gesottener Hund erhalten als Titel. Ich wäre voll gut drauf im Lesen. Vorgeschichten. エステルは、私はずっと前からアスピオで研究してたわよ。聞いてたって今と変わんないじゃん。ジェニスは私バールと出会う前は街で過ごしてたわ。ホストやかなこって評判だったの。ええ、それは意外だな。エステルは、やっぱ城の中か。はい、お城で本ばかり読んでました。ユリたちが羨ましいです。でもほら、リタも似たような本だし。どうして誰もさ、いないの。一番歴史ありそうじゃない。おっさんはなんとなくそう想像つくわ。いや、おっさんの過去、一生つくよ。俺ちゃうよ。そう言ってる時点で信憑性ないしな。冷たいこと言わないでおっさんの話聞こうよ。 Okay, dann erzähl doch. Okay, ich kann noch mal zum Laden, guck, ob eine Cutscene kommt oder so auf dem Weg dahin. Nein, okay, dann sehe ich euch wieder, wenn hier was passiert. Vielleicht okay. Ah, Frau Doktor, vielen Dank für Ihre Hilfe neulich. Frau Doktor, meinen Sie mich? Ja, natürlich, sie behandelten mich doch vor ein paar Tagen im Krankenhaus. Du meinst dieses eine Haus da? Aber sie arbeiten gewöhnlich nicht dort, oder? Nein, normalerweise bin ich unterwegs. Aber wissen Sie, ich bin keine echte Hey, was gibt's? Das ist die Ärztin aus dem Krankenhaus, von der ich dir erzählt habe. Ah, so jung hatte ich sie mir nicht vorgestellt. Vielleicht komme ich in den nächsten Tagen mal vorbei. Meine Schulterschmerzen in letzter Zeit, wissen Sie? Aber ich bin doch... Oh, das ist also die berühmte junge Ärztin? Ja, das ist sie. Dank dieser Wunderheilerin fühle ich mich fast wie das blühende Leben. Sehr gut. Machen Sie weiter so, Frau Doktor. Okay. Nochmals vielen Dank, Frau Doktor.
Sollten mir was fehlen, komme ich sicher zu Ihnen. Ich aber verstehen Sie. Sieht so aus, als hättest du schon einen ordentlichen Fanclub, Estelle. Vielleicht solltest du schon anfangen, Zeitschriften zu sammeln für dein Wartezimmer. Das ist eine etwas kniffligere Lage. Okay. Was hätte jetzt hier was? Nö, okay. Kaum bewege ich mich nach links nach dem Speichern, passiert hier direkt noch was. Etwas muss passiert sein. Sind diese Leute verletzt? Wir kamen doch von der Richtung. Lass mich euch helfen. Er schon wieder von dieser Quest. Ich gehe rein und sehe nach, was passiert ist. Ich bin wortwörtlich gerade da reingegangen, vor nicht mal 10 Sekunden. Was zum guter Zeitpunkt, deine Hilfe kommt wie gerufen. Was ist hier passiert? Ein Erdrutsch. Sie wollten Baumaterial für die Stadt runterbringen. Das könnte dir Hilfe gebrauchen. Sollen wir euch zur Hand gehen? Das wäre großartig. Wir haben kaum noch Wasser. Könntet ihr vielleicht Ehrliches aus dem Wasserloch holen? Hey, alter Mann, Carol, habt ihr gehört? Einige Verletzte sind noch vor Ort, vor der Erdschritt niederging. Diese kaiserlichen Ritter sind hier, um sie rauszuholen. Aber sie brauchen sicher noch ein paar helfende Hände. Judy, nimm Baul. Wuff. Okay, du gehst auch mit Repeat. Ihr beiden könnt einkaufen gehen. Holt das Material aus dem Ritterhaus und bringt es in das Geschäft, um es zur Arzneimittel zu synthetisieren. Alles klar, gehen wir, Rita. Herr Doktor, ich habe die Leute draußen mit meinen heilenden Arzt behandelt. Wie sieht es hier drin aus? Hier sind auch fast alle schon geheilt, aber es werden noch mehr Patienten reinkommen. Kümmere dich in der Zwischenzeit um die Leute hier. Okay. Anscheinend hat sich die Lage etwas beruhigt. Die Leute draußen waren nicht schlimm verletzt, also haben wir sie geheilt und nach Hause geschickt. Ich bin so froh, dass niemand wirklich ernsthaft verletzt wurde. Du beherrschst die Bewegungen und Techniken des Heilens schon recht gut. Ich würde sagen, du bist auf dem besten Weg zu einer hervorragenden Heilerin. Apropos, wie? Was ist los, junge Dame? Ich will keine Heilerin werden, es tut mir leid. Ich verstehe. Ich finde, so wie ein Arzt andere zu heilen, ist etwas Wunderbares, wirklich. Aber ich habe andere Träume. Ich verstehe schon, ich habe wohl etwas vorherige Schlüsse gezogen. Ich bin der sich entschuldigen sollte. Kannst du gar nicht, es ist meine Schuld. Es ist nicht früher gesagt zu haben. Es tut mir sehr leid. Nein, nein, mach dir keine Sorgen. Außerdem, egal was du einmal sein willst, eine fantastische Kobehandlerin bist du alle Male. Eine Kobehandlerin? Ein Kobehandler hilft der Ärzten bei der Behandlung von Kranken und Verletzten, obwohl er selbst kein Arzt oder Heiler ist. Erlaube mir, das hier als Beweis deiner Fertigkeiten zu bereichen. Eine Krankenschwesterhaube? Du besitzt die spezielle Gabe des Heilens, junge Dame. Wenn du einen Kranken oder Verletzten begegnest, so ist es deine Pflicht, diese Gabe einzusetzen. Auch wenn du keine offizielle Heilerin bist, ist das Lindern der Qualen anderer eines der schönsten Dinge auf der Welt. Ja, das stimmt. Ich hoffe, du kannst deinen Traum verwirklichen. Viel Glück. Vielen Dank. Ergebene Sanitäterin. Haben wir jetzt ein neues Kostüm bekommen? Okay. Okay, diesmal passiert nichts. Alles klar, hier gibt es irgendwie noch viel zu erledigen, habe ich so ein Gefühl. Oh, das sieht cool aus. Ja. Lass ich vergessen zu lesen. Heilerin, zeigst du Ergebenheit und Pflichtbewusstsein. Verwöhne deinen Patienten nicht. Sieht aber schon so ein bisschen aus. Na gut, speichern mal wieder und gucken wir mal, ob hier immer noch was passiert. Ah, ich wusste, es kommt schon wieder eine Katze hin, wenn ich hier reingehe. Befehlshabender Kommandant Flynn, willkommen zurück. Sie bitte in ihr Zimmer. Ja, hier entlang. Okay. Was ist hier los? Gehen wir. In Ordnung. Der Weg ist halt hier einfach so herumzuhängen.
Wir können es uns nicht leisten, Fehler zu machen. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Das klingt aber überhaupt nicht nach dir, Yuri. Hast du sonst nicht immer völlig irrational und unbesonnen? Nein, ich glaube, du verwechselst mich mit dir selbst, Flynn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ausgerechnet jetzt zögern sollst. Und darum, was brauchst du? Lediglich etwas Zuspruch? Ich suche noch nach dem richtigen Kampftrick für den Abschluss. Dann kann ich dir vielleicht helfen. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Nimm dein Angebot gerne an. Ausgezeichnet. Stell mir vor, wie ihr gerade voll ernsthaft. Du willst mir also helfen? Ja, okay. Dann los. Alles klar, gell. Gell, ich habe prima geschlafen. Ich habe dich gerüttelt und deinen Namen gerufen, aber du wolltest nicht aufwachen. Ich hielt dich schon für tot, Rita. Was für eine Erleichterung. Wir müssen erschöpfter gewesen sein, als wir gedacht hatten. Kämpfen die beiden denn noch immer? Ja, seit sie zu kämpfen begonnen haben, haben sie sich kaum einen Augenblick Ruhe gegönnt. Scheint ihnen ja auch sehr viel Spaß zu machen. Die haben vielleicht Nerven. Wann werden wir denn endlich aufbrechen? Hier ist es so stickig. Ich werde in der Vesperia 1 ein paar Wartungsarbeiten vornehmen oder so. Oh, ich helfe dir. Ich würde gerne sagen, Rita ist eigentlich sehr ähnlich. Aber dann würde sie mir eine klatschen. Wohl eigentlich nicht. Eigentlich klatscht sie nur den Jungs irgendwie eine. Ne? Ausgewichen. Wie abgewehrt. Was? Und schmeckt dir das? Igitt? Was? Das war... Ja, ich glaube, du kannst es schon ganz gut. Ja, danke, Mann. Yuri, Flynn. Seid ihr fertig? Ja, es tut mir leid, dass ihr euch warten ließ. Schon gut, gehen wir. Was? Nicht so schnell, lass mich mal ein wenig verschnaufen. Wir haben keine Zeit zum Herumtrüllen, also los, die letzten beißen die Hunde. Viel Glück da draußen. Lass das mir. Alles klar. Finaler Sturm. Final Fury? Oder nicht? Ist das der? Ist das die deutsche Übersetzung von? Du standst vorher nicht hier. Du bist doch. Bist du nicht Estelles Meister? Meister, sie waren also hier in Aunion? Ja, aber bedauerlichweise muss ich bald wieder aufbrechen. Ich habe ja gewartet, um mit dir zu reden, Yuri Lowell. Was mit mir? Ich möchte, dass du zu den kaiserlichen Rittern zurückkehrst und Kommandant Flynn unterstützt. Flynn unterstützen, zurück zu den Rittern, sie machen Witze. Ich war immer der Meinung, dass die kaiserlichen Ritter mit dir etwas sehr Wertvolles verloren haben. Meister Rake, sie können mir noch nicht sehr schmeicheln, meine Meinung ändert sich nicht. Es war keine Schmeichelei, sondern mein voller Ernst. Was meinst du? Es tut mir leid, aber selbst wenn sie mir anbieten würden, mich zu Kommandanten zu machen. Du wirst natürlich als Lehrling anfangen, aber bei den Fähigkeiten wärst du eben nur ein Captain. Nimm diese Rüstung. Ich will sie nicht. Mit Flynn als Kommandant werden sich die Ritter zum Besseren wenden. Bist du immer noch nicht interessiert? Riesen Spielverderber als Kommandant? Nein, danke. Oh, Yuri. Meister, bitte nehmen Sie meine Entschuldigung in Yuris Namen an. Kommandant Flynn, hm? Ich kann nicht verleugnen, dass das ganz gut klingt. Prüfter Soldat, alles klar. Kostüm, nee, ne? Doch. Okay, cool. So, Flynn Cosplay. Kühle gegenüber Rittern. Okay. Ja, weil ich das Kostüm angezogen habe. そっちくな感想を言うのもどうかと思ってたんだ。別に気に入ってるわけじゃねえよ。気が入るタイミングを逃してるだけだ。僕はまた騎士団に戻ってくれるのかと思ったよ。戻るわけないだろう。それを通したのだってただの気まぐれだ。何人一つでもそんな気まぐれは起きないな。なんだ残念。全然残念そうじゃないぜ。そうかな。たく、顔が笑ってるっての。人のことからかいやがって。 Hey, gucken wir mal. Hauptquartier, passiert hier mal irgendwas? Nee, ne. Scheint jedes Mal, wenn ich irgendwie rein und rausgehe, irgendwie was zu passieren. Ich bin immer gerade, weiß ich nicht.
gerade am Pause machen von meinen Grinding Sessions, um Geld zu farmen, weil ich immer wieder Geld brauche und jetzt hier neue Sachen kaufe. Aber ja, jedes Mal, wenn ich hier rein und raus gehe, kommen direkt neue Sachen. Also ja, so viel dazu. Ich schneide schreiben wieder. Ja, passiert, ne? Hab ich das Schwert daneben? Nee, okay. Hopp. Oh, okay, da ist eine Tür, alles klar. Was möchten sie kaufen? Also gut, bis gleich. So, ich bin immer noch in Aonion. So, ich bin immer noch in Aonion und hier steht schon wieder Estelles Meister. Also ja, lass mal schnacken, Kollege. Schon wieder eine Cutscene. Ist hier guter Gang, Flynn? Ja, Meister Drake. Hast du gehört, dass Meister Iola dich kürzlich für eine Beförderung zum Kommandanten vorgeschlagen hat? Nein, habe ich nicht. Verstehe, nun, es wird nicht lange dauern, bis du offiziell für den Posten ernannt wirst. Tja, das ist ja ein Ding. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Zu fein ist es etwas früh. Ich habe seine Worte meinen eigenen Vorschlag unterbreitet. Ich bat ihn zu überdenken, selbst den Rang des Kommandanten zu... selbst den Rang des Kommandanten zu einzunehmen. Warum haben sie das getan? Da war ein Schreibfehler, ne? Der Rang des Kommandanten ist eine so schwere Bürde und Macht neigt. Der Rang eines Kommandanten ist eine so schwere Bürde und Macht neigt dazu zu korrumpieren. So wie das, was mit Alexei geschah. Du bist noch sehr jung, Flynn. Ich fürchte, du hättest Schwierigkeiten, mit solcher Macht umzugehen. Du willst also, dass der Einfluss des Kommandanten beschnitten wird. Ganz genau. Es ist mir völlig gleich, ob das geschieht. Ich brauche keine Macht, um meine Träume zu verwirklichen. Ich brauche Menschen, die an dasselbe Ziel glauben. Wenn genug Menschen meine Hoffnung teilen, wird sich die Welt verändern. Du und Meister Iola, ihr seid doch beide so naiv. Er wies meinen Rat ab und sagte, du hättest ihm keinen Anlass zur Sorge gegeben. Seine Hoheit hat das gesagt? Mir scheint halt seine Hoheit deine Ideale. Ich schätze, sowohl das Reich als auch die Ritter brauchen mich ein Weilchen länger als Berater. Schlürf einfach den Tee und lass die jüngere Generation ihre Arbeit machen, alter Mann. Juri! Meister Drake, die Ritter und das Reich sind für die geschätzten Ansichten auf ewig dankbar. Allerdings. Ja, das ist von mir. Bist du sicher, Meister Drake? Jetzt auf einmal duzen. Ja, also du, bald wirst schon du zum Kommandanten. Trag das zu deiner Ordinierung. Entschuldigung, vielen herzlichen Dank, Meister Drake. Warum probierst du es nicht an, Flynn? Jetzt gleich? Ja. Okay, zeig mal. Hm, cool. Es sieht schneidig aus, oder Juri? Wenn du was sagst, haben wir endlich mal ein Kostüm für Flynn. Kommandant oder nicht, du bist immer noch unerfahren. Denk dran, stets wachsam zu bleiben. Ja, Sir. Dann mach's gut. Was ein wichtig theoretischer alter Knacker. Hey, das habe ich gehört. Er hat echt Nerven, den Erben des kaiserlichen Throns predigten zu halten. Nun, er ist ein Mann von großer Autorität. Er ist ein ergebener Ritter, der dem Reich sein ganzes Leben gewidmet hat. Wenn er offiziell kein Ritter mehr ist, kann er mit einem Blick jeden in die Schranken weisen. Wenn er spricht, hören alle zu. Alte Säcke, die nicht mitbekommen haben, dass sie alt sind, sind die schlimmsten. Erinnert mich an einen gewissen Opa aus der Unterstadt. Letzten Endes versteht er uns und respektiert unsere Entscheidungen. Und er bietet weiter seinen Rat an. Er redet ja nicht nur heiße Luft oder zwingt uns, sein Gebot zu folgen. Du willst mir also sagen, im Herzen ist er eigentlich ein ganz Lieber. Ja, da bin ich mir sicher. Wuff. Ich hoffe, dass ich eines Tages ein nur halb so guter Ritter werden wie er sein war, wie er aber ein Ritter des Reichs und seines Volkes. Perfekter Kommandant, alles klar. Endlich mal was für ihn, das sieht sogar richtig cool. Er sieht aus wie ein Hauptcharakter aus irgendeinem anderen Tales of Spiel. Freundlich sein, untergehen und keine Angst, seinen Vorgesetzten herauszufordern. Vor dir steht der beste Mann für die Aufgabe. Cool, gibt es dafür auch einen Skit? Nein, alles klar. Vielleicht, wenn ich nur einmal wechsel. Nein. Boom. Muss noch mal wechseln. Überrascht hat für Estelle kein Skit kam. So. Die Augenklappe sieht man jetzt leider nicht mehr so. Na gut. Dann mache ich wieder hier einen Cut und wir sehen uns später. Ihr werdet wahrscheinlich noch einige Sachen passieren, ne? Nehme ich an, alles klar. So, sobald ich Hallo betrete, kommt eine Cutscene. Gucken wir mal. Was hast du denn hier zu bieten?
Blüten blühen heute wunderschön. Das muss an dem Geist liegen. Ja, das muss es sein. Hey, da wird gerade von Geistern reden. Wo ist denn Rita? Sie sagte etwas von einem Blaster, das sich ansehen wolle und kletterte auf dem Baum. Da hat sie ganz schön viel Energie. Der Name Halur kommt von dem Baumnamen Harmonia, Loloria und Rennen, den Anfängen der Städtenamen bilden. Gesprochen wie ein waschechter Bücherwurm. Verstehe nicht, was daran falsch sein soll. Ich habe einen Entschluss gefasst. Wenn unsere Reise zu Ende ist, werde ich mich hier niederlassen. Was? Du kehrst nicht ins Schloss zurück? Ich kann von hier aus ins Schloss gehen, falls ich mal dorthin muss. Ich fürchte, wenn ich ständig im Schloss eingefärcht bleibe, wird mir das ganze Chaos, das dort herrscht, auffressen. Warum überlässt du nicht einfach alle Schlossangelegenheiten deinen Meister Yoda, damit du dich entspannen kannst? Das kann ich nicht. Esther kann ja nicht so wie du ihr ganzes Leben damit verbringen, herumzugammeln, alter Mann. Jetzt mach aber mal langsam. Der alte Raven lebt sein Leben ganz schön ernsthaft, das sag ich dir. Wirklich? Wie denn das? Was meinst du mit wie denn das? Das war ein albernes Gespräch. Habt ihr alle nichts Wichtigeres zu tun? Und das sagt ausgerechnet jemand, der auf Bäume klettert, um sich Blastia anzusehen. Ich habe das Blastia untersucht, um sein Potenzial zu bewerten, sich in einen Geist zu verwandeln. Hast du etwas herausgefunden? Es nützt nicht. Das Blastia schwingt in Resonanz mit dem Baum von Alur und hat einen mir unbekannten Konfiguration. Ich scheint aber einen ganz eigenen Elementargeist geschaffen zu haben, wie ich es bereits vermutet hatte. Da wir jetzt nur wenig Zeit haben, müsste ich später zurückkommen, um es gründlicher zu untersuchen. Wirklich? Was? Nun ja. Was hast du denn? Estelle erzählt uns gerade, dass sie hier leben will, sobald unsere Reise zu Ende ist. Tatsächlich? Oh, ich verstehe. Also gut, wenn ich mich nicht irre, gibt es einen Artefagus, um den wir uns kümmern müssen. Ja, lass das noch ein bisschen vertagen. Ja. Ja, das können wir ruhig noch so ein bisschen vertagen. Ne? Erstmal müssen wir die ganzen Nebenquests und so machen, Kollege. Geht doch mal gar nicht. Pff, Artefagus erledigen. Die Welt retten. Pff. Die Welt von dem Untergang, wir waren doppelt. So, wenn ich schon mal hier bin, habe ich hier irgendwie was erledigt. Komm, du hast auf meiner Zeit nichts besonders Motivierendes gemacht. So, boom. Keine Ahnung, ich speichere mal. Ich wollte gucken, ob hier noch was ist, aber ja, ja, hier war ja anscheinend was. Also, ja, guck mal, speichern mal und dann sehe ich euch, wenn ich wieder was finde. So, die Person da oben, die stand, glaube ich, nicht schon vorher da, ne? Die sieht ein bisschen verdächtig aus. Also ja, gucken wir mal. Was geht? Ja, wusste ich doch. Hey, kenne ich dich nicht? Hm? Bist du das jetzt gar? Jori, und bist du das, Flynn? Unfassbar, es ist ewig kein Herr, Hiska. Ich sehe, vergisst du immer noch, höher gestellt mit ihren Rang anzureden. Wer ist das? Eine Freundin von dir? Jori, Hiska und ich dienten als Ritter in derselben Einheit. Sie stieß aber früher dazu als wir. Ich hätte nie gedacht, dass ich ausgerechnet euch hier wieder sehe. Oder irgendwie sowas. Dasselbe könnte ich auch behaupten. Ist Chastel bei dir? Was bin ich? Gott, das sind Klone. Das sind nur Zwillinge, Patty. Weißt du das, Judith? Ich dachte schon, dass ich da ein paar bekannte Gesichter mit Hiska reden sehe. Schön zu sehen, dass es euch gut zu gehen scheint. Was macht ihr beiden denn hier? Ah, richtig. Hiska, der Keller der Welt, hatte auch keine Informationen. Informationen, sagst du? Wir suchen nach etwas. Nach dem Schwert des Gebets, um genau zu sein. Was ist das? Habt ihr nie davon gehört? Das ist eine der Ritterschätze, aber es wurde vor langer Zeit gestohlen. Es ist mit dem Angesicht der Göttin verziert. Es fühlt so an, als hätte ich diese Geschichte schon mal gehört, aber es fällt mir gerade nicht ein. Tut mir leid. Ich höre zum ersten Mal davon. Verzeiht. Ach wirklich? Aber wenn es die Ritter anbelegt, gelangt es an uns. Falls wir auf irgendwelche Hinweise stoßen, lassen wir jetzt euch auf jeden Fall wissen. Das weiß ich zu schätzen. Also ist klar, wir machen uns besser auf den Weg. Natürlich, wir werden euch bestimmt noch mal über den Weg laufen, aber es war schön, euch zu sehen. Viel Glück. Die sehen aus, als könnten die auch irgendwie Hauptcharaktere sein. Das ist der allerletzte Ort, an dem ich die beiden erwartet hätte.
Ja, ich habe jetzt gar nicht erkannt, wie ich genau vor ihr stand, aber irgendwas ist hier faul. Warum sollten wir gewöhnliche Ritter gestohlene Schätze jagen, statt für Recht und Ordnung zu sorgen? Sind sie überhaupt noch im Dienst? Sehen auf jeden Fall so aus, aber das kannst du besser beurteilen als ich. Ich habe auch Ritterklamotten an, ich bin auch nicht mehr im Dienst. Ich habe sie selbst seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Denk dran. Es ist ja nicht so, dass ich jeden einzelnen Ritter sofort erkenne. Halten wir einfach die Augen nach dem Schwert auf. Einverstanden? Na schön, gehen wir. Oh, keine Belohnung oder so. Ah, schön, euch nach so langer Zeit wiederzusehen. Hier, nehmt dieses ultimative Schwert. So stelle ich mir halt irgendwie vor. So müssten irgendwie Cutscenes ablaufen, ne? Ja, du hier? Ja, ich bin hier. Hier, nimm diesen ultimativen Stab oder so. Keine Ahnung, irgendwas. Da kann ich jetzt mal rein. Nö, okay, dann gehe ich noch mal ins Gasthaus. Hoffen, dass da keine Cutscene kommt oder so. Und dann sehen wir uns, wenn ich wieder was finde. Okay, bis gleich. Okay. Und hier passiert direkt was, wenn ich hier reingehe. Hey, die Typen. Hey, so sieht man sich wieder. Warte, ich will mit Nan reden. Carol. Nan, was hältst du davon? Hast du dem Kleinen irgendwas zu sagen? Meister, ich... Wir gehen nach Dangris. Bis morgen früh bist du wieder da. Danke, Chef. Also, was ist los, Carol? Naja, es gibt da was, worüber ich mit dir sprechen wollte, Nan. Es tut mir leid, dass ich immer so wischiwaschi bin und dir nichts als Schwierigkeiten mache. Auf meinen Reisen mit Yuri und den anderen ist mir klar geworden, was wirklich wichtig für mich ist. Das ist der Grund. Kannst du mich nicht endlich in Ruhe lassen? Du denkst immer nur an dich, Carol. Nan. Auch wenn du weißt, was dir wichtig ist, wird sich nie etwas ändern, solange du so ein Schwächling bleibst. Ich werde stärker werden. Ich werde dir zeigen, wozu ich fähig bin, Nan. Ich weiß nicht, du hast immer gerne Sprüche gekloppt. Aber rausgekommen ist dabei noch nie etwas. Es ist vielleicht unmöglich, aber ich bitte dich, glaub mir. Ich bin nicht mehr so wie früher, Nan. Ich habe mich verändert. Schau mich an. Gut, ich werde dir einen meiner Techniken beibringen. Wenn du sie in einer Nacht meistern kannst, werde ich meine Einstellung dir gegenüber überdenken. In einer Nacht? Dann werden wir die Nacht wohl hier verbringen. Wuff. Danke, Yuri. Okay. Dann zeig mal. Bei dieser Technik springst du hoch und dann lässt du dich mit deinem ganzen Gewicht kopfüber runterfallen. Was meinst du? Das schaffst du erst, wenn du aufhörst, so ein Feigling zu sein und endlich deinen Mann stehst. Uff, ich muss es versuchen. Okay, ich dachte erst, wir müssen jetzt echt gegen die kämpfen oder so. War schon mal gegen die gekämpft? Weiß ich gar nicht. Oh. Entschuldigung, dass ich dich hab warten lasse. Carol, ich werde dir nie verzeihen, wenn du stirbst, während ich weg bin. Jetzt aus, wäre es gar nicht schlecht gelaufen. Kanat, Spaltfall. Cool. Da. Nee, Spiralrobert. Fast genau das gleiche, ne? Ja, spring Kopf voraus und Boden schickt einen Schockwellen in Richtung des Gegners. Cool. Ja, ich gehe mal direkt hier raus und speicher. Aber meistens kommt immer, wenn ich Gebiet betrete, irgendwie 2-3 Cutscenes oder so, deswegen ja. Aber ich gehe direkt nochmal reinkommen, wo wir schon am Aufnehmen sind. Nö, natürlich. Natürlich nicht. Gut, dann gehe ich ja speichern und sehe euch dann nächstes Mal, wenn ich wieder was finde. Außer hier passiert irgendwas. Tatsächlich. Hey, war in diesem Raum vorhin nicht ein Verwundeter? Oh, seid ihr Freunde von Nobis Celestia? Er war praktisch eine Art Geschäftspartner von uns. War bis vor kurzem hier, ist aber mittlerweile verschwunden. Ich dachte, sein Zustand wäre so schlecht, dass er sich nicht mehr bewegen durfte. Ja, das stimmt. Trotzdem ist er plötzlich einfach aufgestanden und hinausgegangen. Was zum Teufel denkt sich dieser Kerl eigentlich? Falls ihr ihn seht, würdet ihr ihn dann bitte hier zurückbringen. Ja, wir verpassen ihn auf jeden Fall noch ein paar weitere Bäume, bevor wir ihn dir zuschicken. Was habe ich denn über das Verprügeln verletzter Leute gesagt, Yuri? Ich habe überhaupt keine Ahnung, über wen die da reden, aber okay. Gibt es jetzt jemand geflüchtet, der nicht
flüchten sollte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wen die meinen. Das ist schon wahrscheinlich wieder Dutzende Jahre her, ne? Aber okay. Das ist verdächtig. Ich wusste es. Hoi, bist du wirklich? Hm? Jim, bist du das? Wo weißt du, wie ich heiße? Warte, bist du Captain? Bist du das? Der Captain gesagt. Ich kann dir ja nicht alles sagen, aber ich war früher ein Pirat. Und du siehst dem Captain wirklich furchtbar ähnlich. Ja, also abgesehen davon, dass du ein kleines Mädchen bist, natürlich. Seid ihr verwandt oder so? Ja, ich bin ihre Enkelin. Ich habe viel über dich gehört, Jim. Mast und Schottbuch, die Enkelin des Captains, wusste nicht, dass sie Enkel hat. Du bist echt ihr alter Ego, wenn sie so eins hätte. Verflixt die Enkelin des Captains. Was ist seine Geschichte? Ja, du hast ihre Augen. Nee, ihr ganzes Gesicht. Wer hätte gedacht, dass sie Enkel hat? Tja, da werden Erinnerungen wach. Das waren dufte Zeiten damals. Oh, Captain. Mein Captain. Na, jetzt hör mal auf zu flennen. Bist du ein Pirat oder nicht? Die Erinnerungen haben mich einfach umgehauen. Tut mir leid. Ich war so ein Grünschnabel und sie stand mir immer zur Seite. Diese Kapitänin war eine echte harte Nuss, hm, Patty? Jawohl, sie war die härteste Nuss, von dem man nur träumen kann. Oh, Captain! Stoß mit den Gefängnis, sonst suche ich dich an den Mast. Dein Heulen wirft noch ein schlechtes Licht auf Sirenenzahn. Jawohl! Uff, das war wie ein Standpunkt vom Captain höchstpersönlich. Fang ich schon wieder an. Jawohl, sieh es mir nach. Da kam noch eine Erinnerung wieder hoch. Ich wollte wieder Captain sein. Ich habe es alles nachgemacht, wie sie gemacht hat. Da mussten sie selbst auch ziemlich zäh gewesen sein. Nee, ich war schwach wie ein gestrandeter Wal. Aber ich konnte mir eine Technik abschauen. Die ist etwas Besonderes, also keine Ahnung, was passiert. Puh, sieht gefährlich aus. Der Captain konnte damit einen Raum leer machen. Ich habe es aber nie genau hinbekommen wie sie. Warum willst du so eine gefährliche Technik einsetzen? Das ist alles, was mir als Erinnerung an sie geblieben ist, Captain. Hm. Ich bringe dir die bei. Es ist nur recht, dass du ihn lernst als ihre Enkelin und so. Jawohl, das wäre super. Ist das wirklich eine so gute Idee? Aber klaro, ich zeig's dir. Es ist alles in dem Buch hier. Ich habe 10 Jahre gebraucht, bis ich es drauf hatte. 10 Jahre. 10 Jahre? Fetti, wenn du auch so lange brauchst. Ich habe es begriffen. Oh, diese Technik. Jawohl. Du kennst sie? Nee, aber ich zeig dir, wie schnell ich sie lernen kann. Und die Kraft von Eifel, die darin schlummert, gleich mit. Ich traue meinen eigenen Augen nicht. Du bist wahrhaftig die Enkelin des Captains. Ja, ich dachte, das hätten wir schon längst geklärt. Ja, ist ihm wohl empfallen. Oh, Captain! Kritischer Moment, alles klar. Ich dachte eigentlich, das Mädchen gehört zu denen. Weil die beiden so nebeneinander standen, aber anscheinend nicht. Dann, wenn ich schon mal hier bin, sind hier direkt noch mehr Sachen. Wenn ich nicht extra noch mal schneiden muss oder so. Wäre so toll. Da verstehe ich jetzt nicht. War sie irgendwie, weil nicht. War sie irgendwie älter oder was? Oder ist sie geschrumpft? Ich verstehe jetzt irgendwie nicht. Sie ist ja ganz offensichtlich die gleiche Person, also irgendwie verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht genau, was das jetzt sollte. Aber ja, keine Ahnung. Wenn hier nichts Besonderes mehr passiert, während ich aufnehme, dann schneide ich da draus, nehme ich an. Aber gucken wir erstmal noch weiter. Weiß er nie. Ich glaube, hier passiert nichts mehr, also kann ich hier wieder schneiden. Ja, machen wir mal. Hm. Hier sieht er nicht aus wie dieser Cypher von dem Ethereum. Er sieht nicht nur so aus, das muss er sein. Hm, ich habe überzeugt, dass Cypher mein Großvater ist. Deshalb habe ich mich auf der Suche nach ihm gemacht.
Du dachtest, es wäre Cypher, nicht Alfred, aber du warst Alfred, also was? Verknotet dir nicht das Gehirn, Carol, es ist kompliziert. Wie kam es dazu? Ich hatte wohl schlechte Infos, das muss es gewesen sein, anders kann ich nicht sein. Piraten gehen haben wenig Kontakt zu Leuten an Land. Vielleicht haben die Leute an Land Alfred mit Cypher verwechselt, weil Cypher immer als Mittelmann aufgetreten ist. Tolle Detektivarbeit, alter Mann. Es ist doch absurd, wie sollte Alfred nicht wissen, wer Alfred ist? Ja, absurd, er gibt keinen Sinn. Sie redet von dir, weißt du? Was? Ach so, richtig, aber es war nicht meine Schuld, weißt du? Ich war ja total verwirrt. Ich dachte, ich würde Alfred treffen, wenn ich die Maristella finde. Also ist die Maristella doch noch Alfreds versteckter Schatz? Ich schätze nicht, was ziemlich dumm ist. Wir reden immer von dir, weißt du? Abgesehen davon hat die Maristella einen hohen sentimentalen Wert, oder? Also irgendwie verstehe ich das noch nicht so. Sie ist Alfred, ne? Ja, nein, ich wollte nicht darunter. Aber andere Leute wussten nicht, dass sie Alfred ist. Hä? Was? Verstehe die Story irgendwie nicht. Dann kommt irgendwie dieser eine Typ, sagt, sie sieht genauso aus wie die. Aber irgendwie ist sie es doch nicht, aber was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Story von Patty irgendwie nicht so. Aber okay, in der Stadt sind wir übrigens fertig. Hier ist nichts mehr, glaube ich. Also tschüss. Oh, hallo. Willst du auch aufs Klo, wie dieser eine Typ seinen Anfang des Spiels? Was machst du, Witcher? Kämpfen? Bist du sicher, dass man dich hier rumlangern sehen soll? Ich dachte, du arbeitest im Blastia-Netzwerk. Ja, das ist ziemlich verdächtig. Nein, überhaupt nicht verdächtig. Der Bau geht zügig voran. Ich wollte mich gerade um die Barriere Blastia kümmern. Ach ja, dann wie geplant weitermachen, Witcher. Und das Weg stimmt, solltest du ja nicht längst auf dem Weg sein. Oh, aber ich muss noch weitere Untersuchungen für später durchführen. Was für Untersuchungen? Hey, ist das da drüben nicht Sicily? Forschst du etwa Herrn Sicily? Er ist ein berühmter Blastia-Ingenieur. Und du bist ein Magier. Kerningenieurtechnik ist nicht gerade dein Fachgebiet. Bei dem geht's um Blastia. Ich könnte viel lernen. Ich habe Ziele. Er will es nicht rausdrücken. Er arbeitet hart. Also ich sollte mir eine Scheibe von ihm abschneiden. Na, übertreiben wir mal nicht. Na, wenn Rita ein Genie ist, dann ist er wohl der Typ, der die eigentliche Arbeit macht. Sei nicht so selbstgefällig, sonst überholt er dich noch. Der Typ macht mir keine Sorgen, obwohl er tatsächlich hart arbeitet. Oh ja, ein Kompliment, du bist schwach. Werde ich gar nicht. Es wird noch ein Mädchen damit beschäftigt sein, die Bewegung dieses Apfelkopfs zu verfolgen. Hm? Es wäre schön, wenn sie ein paar Dinge voneinander lernen könnten. Oh, mein Amici, buongiorno. Hey, Professor Sicily. Waren Sie nicht in Hallur? Sie sagten doch, Sie hätten dort etwas Motivierendes gefunden, oder? Oh, ich finde Motivation an vielen Orten. Hm, oh, das glaube ich. Meint ihr, könntet mir den Automaton leihen, den ich euch gab? Den Automaton? Sie meinen Carolo X? Professor Sicily, ich habe dich vermisst, Yank. Das ist also der Automaton. Er spricht sogar. Oh, Carolo, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Professor Sicily weiß meinen Namen noch. Ich könnte vor Freude sterben, Yank. Er weint ein wenig. Okay, ich borge mir Carolo für ein Weilchen aus. Ich bringe ihn bald zurück. Ich weiß, dass du ohne mich Angst hast, aber halt die Ohren steif, Yank. Darf ich mitkommen, Professor Sicily? Wer bist du denn? Andererseits, wieso sollte ich dich daran hindern? Vielen Dank. Pff, der Roboter. Okay. Hey, hey, Yank. Ich kann kaum fassen, dass es wirklich wahr wird. Es sieht genauso aus wie vorher. Was haben sie mit ihm gemacht? Ah, das ist ein Geheimnis. Ein Magier verrät nie seine Tricks. Es ist ein Geheimnis, Yank. Naja, es ist wie bei seiner Geschichte unwahrscheinlich, dass er plötzlich bösartig wird. Sehr unwahrscheinlich. Ich gebe den voll die falschen Stimmen. Nun denn, ich verabschiede mich. Vielleicht sehe ich euch in Alur mal wieder.
Ja, klar. Nun bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Hast du etwas gelernt, Witcher? Ja, dass ich nicht ansatzweise so schlau bin wie er. Aber ich werde weiter hart arbeiten und lernen, damit ich Leute vom Schlag von Rita Mordio hinter mir lassen kann. Das ist die richtige Einstellung. Arbeite auch du weiterhin hart, Flynn. Ist fertig, Witcher. Danke. So. Natürlich kriege ich keinen irgendwie Hinweis, was ich jetzt bekommen habe oder dann irgendwas gemacht hat. Der Typ ist immer noch. Seit Anbeginn der Zeit steht der Typ da und hämmert seinen Kopf gegen diese Toilettentür. Ey. Gott verdammt. Na gut, ich habe noch nicht mit allen Leuten hier geredet, deswegen sprechen wir noch mit denen, sonst bin ich eigentlich hier fertig. Das ist eine Katze. Kann ich ansprechen, was ist mit dir? Nix. Na gut. Dann sind wir ja auch fertig anscheinend. Ich muss noch die Kostüme erstellen, ja. Verdammt. Ich mache Schiegelpelz. Die, ich glaube, die hole ich mal jetzt ganz kurz, ne? Und dann, ja, sehen wir uns gleich nochmal hier. So, ich muss jetzt eigentlich genug Zeug haben, um hier die Kostüme herstellen zu können. Also, gib her. Max hat Schiegelpelze gefarmt. Ui, sexy Typhoon, Mama. Ach, Estelle, ist es sexy Typhoon? Bezaubernde Schönheit. Ach, das hätte ich meine mich erinnern zu können, dass wir ja noch das hat sie jetzt gerade ausgesehen. Aber wir die Auswahl hatten irgendwie wem wir hier, wir mussten ja irgendwie uns vorbeiflirten an einer Stelle, ne? Und da konnte ich glaube ich auch, mir aussuchen, wen, ne? Entweder Judith oder Estelle, ne? Oder Rita auch, weiß ich nicht. Ein Mädchen, das ihr natürlichen Charme und ihren charismatischen Aura nicht voll bewusst wäre. Also hätte ich da damals gar nicht mehr so gesehen. Alter. Estelle ist 18, also. Schau, Rita, es ist auch eins für dich da. Entschuldige, aber das ist nicht mein Fall. Oh. Ich meine, ist etwas klein für mich. Es ist wohl eher Carols Größe. Carol? Nein. Ich habe folgendes Ziel, ein kleines Mädchen. Was bitte? Nö. Was? Hey, ich kann mich gewöhnen an dies. Was rede ich denn da? Ja, da kommen bestimmt einige Skits noch. Oh, keine mehr. Okay. Also nicht für Rita, eins für Carol. Was? Okay. Kommen die auch in Begleitung mit Skits? Ich mache mal einen Kampf hier so und guck irgendwie, ob ein Skit kommt. Hier ist normalerweise so, wenn man mit dem Titel irgendwie hier einen Kampf macht, dann ja, gucken wir mal. Keine Ahnung, hier irgendwas Schwaches zum Spielen und zum Naschen. Und ja, ich bin gerade mit Rita ihren Zauber am Lernen, deswegen. Ich habe noch entdeckt, ich kann auch veränderte Arts lernen. Sage ich euch jetzt schon mal, damit ich das nicht extra nochmal. Bin sowieso damit fertig hier. Höllenpein lernt sie, wenn sie. Ne, blutiges Heulen lernt sie, wenn sie Höllenpein 50 Mal einsetzt, nehme ich an. Ist bei jedem Zauber bisher so gewesen, wenn sie Dispersion und Schmelztiegel ausgerüstet hat. Ja, bin ich kurz dafür. Also ja, blutiges Geule lerne ich gerade. Deswegen steuere ich sie gerade. Ja, kurz davor habe ich das auch schon mal geteilt und ja, mir wie es mir hat schon wieder Essen ja überall ausgegangen, die Zutaten, keine Ahnung. So, kein Skit extra für solche Sachen, kein Skit. Okay, na gut, dann sind wir in Dings fertig. In Da gehen wir als nächstes in den Darngeist, wenn ich was Neues finde. Also bis gleich. Ja.